Sinu Amanure. Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge World of Warcraft für diesen Freitag. Das heißt, es ist die letzte Folge für diese Woche. Für die weitere müsst ihr euch bis Montag gedulden. So, was machen wir denn heute noch? Oh, hier steht Durotan. Und da hockt ein Fernrohr und einem abgezogenen Frostwollfell auf den Schultern. Willkommen, Freunde der Frostwölfe. Und einer männlichen Stimme. Werft einen Blick durch Gaslos Aug und Ohr, okay? Lauft mit dem Rudel. Lauft mit dem Ohr. Das klingt so episch. So, gucken wir mal durch. Was sehen wir? Ihr seid meine Vorhut. Diese Küste gehört uns. Lasst niemanden am Leben. Eiserner Wille, eisernes Blut. Vorwärts zum Sieg. Tja, was sehen wir? Wir sehen größenwahnsinnige Orks. Naja, naja. Wir kämpfen gemeinsam oder sterben. Immerhin, dafür haben wir so viele Erfahrungspunkte bekommen. Yay! Okay, sucht Orgrims Schicksalshammer im Dorf an der Oronai-Küste auf. Stark. Tötet 15 Mitglieder der Eisernen Horde an der Oronai-Küste. Alles klar, wird gemacht. Das heißt, wir müssen da oben Durotan finden. Alte Freunde, neue Feinde, genau. Und hier oben, zu viel Eisen im Feuer, da haben wir auch noch eine Quest. Ein Briefkasten. Ich hab Post. Ich hab Post vom Postmeister. What? Ach, ein geborgener Gegenstand. Die qualmenden Stiefel. Ja, die lasse ich jetzt aber auch erstmal im Briefkasten drin. Was kann ich tun? Draka hat auch eine Quest für uns. Sammle 6 Sprengladungen der Eisernen Horde ein. Ich glaube, das ist genau. Es ist alles hier oben. Das ist richtig praktisch gerade. Und Gaslo? Ich treffe den Kommandanten im Küstendorf. Psst. Zerstört die Vorräte der Donnerfürsten, die Schwarzfelsschmiede und das Holzlager. Was bekommen wir dafür? Den zuverlässigen Bedrohungsmesser. Sehr gut. Ein Schmuckstück, was aber schlechter ist als die beiden, die ich aktuell trage. Ja. Okay. Dann aufgesessen. Warum habe ich eigentlich... Ich habe gar keine Musik an hier. Fällt mir gerade mal so auf. Sound. Oh. Hier, ich könnte noch mal Musik anmachen, weil so ganz ohne ist doch auch irgendwie lahm. Mal ein bisschen leiser vielleicht. Ich weiß es nicht. Das muss ich erstmal austesten, wie sich das dann nachher in der Aufnahme anhört. Weil dann mische ich das immer noch mal ein bisschen anders ab, als ich das hier im Video habe. Muss ich den auch umhauen? Ja, den muss ich auch umhauen. Der Schreiter ist ja Mitglied der Eisernen Horde. Nein, vielmehr derjenige, der drin sitzt. Mahahaha. Gibt alles auf... Da sind noch 2 Freiwillige, die sterben wollen. Mensch, das ist so easy peasy hier. Mann. Haben sie hier irgendwas... Haben sie die genervt? Also... Unter Nerven versteht man, dass das was schwächer gemacht wird? Oder waren die schon immer so schwach und ich habe hier nur irgendwie mit dem Jäger so gutes Gear? Weil das war ja mein früherer Hauptcharakter hier. Und zu Warlords of Draenor bin ich gewechselt. Vom Blutelfenjäger auf den Taurenjäger, also diese Kuh. Weil ich unbedingt mal was anderes spielen wollte als Blutelf. Blutelfen sind richtig, richtig cool. Aber ich brauchte mal einen Tapetenwechsel. Abgesehen davon waren die Blutelfen, das war die Rasse, die als letztes optisch aufgewertet wurde. Also die anderen hatten alle schon ihr Rework bekommen, ihr HD-Rework, aber die Blutelfen halt noch nicht. Und dann habe ich mir gesagt, okay, komm, wenn nicht jetzt, wann dann? Wechsle ich jetzt? Sag mir wo und wann? Also, ne? Ich habe mir halt gedacht, okay, jetzt sollte ich wechseln. Oh, die reiten. Oh, die reiten aber coole Wölfe hier. Oh, schön. Ich will auch einen mit so einer coolen Nackenpanzerung. Naja, gut. Oh, Sternchen. Wir haben gerade keine Zeit für Fesselspielchen. So, hier oben. Hier stehen noch mehr Mitglieder. Vorhut von Grom K. Und ein Scharfschütze. So. Jetzt müssen wir uns hier durch irgendwie vorkämpfen, hinten bis nach Durotan. Das kriegen wir doch hin, oder? Oh. La 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 la. Den wollte ich eigentlich gar nicht angreifen. Ja gut, der stand halt gerade ungünstig. Ist dann halt Pech für den. Und hier haben wir noch mehr, die auf uns warten.
Ich habe keinen Fokus mehr. Warte mal, warte mal. Ha. Das ist die Rassefähigkeit der Blutelfen. Jede Rasse hat hier nämlich seine eigene Fähigkeit. Und Blutelfen sind sehr Mana-hungrig, sehr Mana-durstig. Sie sind auch abhängig geworden quasi von Mana. Deswegen sind sie... Blutelfen sind quasi verderbte Hochelfen, so geschichtstechnisch. Und waren dann, sind dann abhängig geworden von ihrem Brunnen, von ihrem Mana-Brunnen. Und der unstillbare Mana-Durst hat sie dann irgendwie zu Blutelfen werden lassen. Wenn ich das jetzt gerade noch richtig im Kopf habe, ich will euch auch nichts Falsches erzählen, aber ich meine, irgendwie so wäre das gewesen. Und mit diesem arkanen Strom, heißt das, kann man nämlich Mana wiederherstellen. Beziehungsweise Fokus in meinem Fall jetzt hier, weil ich ja Jäger bin und dann eben Fokus herstelle. Und ich unterbreche damit das Wirken von Zaubersprüchen von Gegnern. Das passiert dadurch auch noch. Sehr, sehr, sehr nützlich in Gruppen. Bruder, was hast du getan? Bruder, du hast dich mit feindlichen Invasoren verbündet. Du hast deine Seite gewählt. Siehst du denn nicht, dass die eiserne Horde Draenor zerstören wird? Meine Visionen zeichnen mir ein anderes Bild. Komm zur Besinnung, alter Freund. Du musst diesen Wahnsinn aufhalten. Der Krieg bietet keinen Raum für Besinnung. Leutnant, kümmert euch um sie. Das ist dann wohl unser Kommando. Ah, ja. Was? Will er jetzt herunterspringen? Oh. Weißt du? So ein feiges Huhn. Die Ratten versinken zuerst, verlassen zuerst das sinkende Schiff. Draka braucht mich. Ah. Okay, Durotan macht sich jetzt auf den Weg zu Draka zurück. Und Orgrim hat hier fluchtartig... Hat hier die Flucht ergriffen und ist fluchtartig abgehauen. Eieiei. Okay, was müssen wir jetzt noch machen? Wir müssen noch die Vorräte zerstören. Umhauen müssen wir von denen keinen mehr. Das heißt, wir kümmern uns jetzt erstmal um die Vorräte und den ganzen Krams. So. Genau, hier unten. Alles, was so hellgelb umrandet ist, das ist halt so eine kleine Hilfe, dass man weiß, okay, das ist das, was ich brauche. Das soll ich einsammeln. So, die machen wir jetzt erstmal platt hier. Du kommst nicht vorbei! Falsches Spiel, beziehungsweise, ja, teilweise Spiel, teilweise Film. Die Szene kommt ja im Herr der Ringe-Spiel nicht vor. Die kommt ja nur im ersten Teil der Ringe vor, in die Gefährten. Aber gut. Oh, ich mag dieses Geräusch, wenn man durch den Sand läuft. Guck mal hier. Wir sollten Scharfschütze genannt werden. Aber Scharfschütze, ich glaube, gibt es überhaupt so einen Titel? Ich bin mir nicht sicher. Wenn es so einen Titel gibt, dann habe ich keinen Plan. Dann weiß ich nicht, ob ich den hab. Also es kommt mir zumindest gerade eher unbekannt vor. Yay! Wir schlachten uns hier durch! Okay, Kettenarmschienen kann ich nicht gebrauchen, aber sie taugen zum Verkaufen. Was ich, glaube ich, auch direkt gerade mal mache, ansonsten ist nämlich gleich wieder mein Inventar überflutet. Habe ich noch irgendwas, was ich Oh nein, nicht die Panda-Angelroute. Die will ich behalten. Warte mal. Ich habe hier doch noch die anderen Quests. Kann ich die jetzt annehmen mit 95? Ist das Stufe 70? Die hier? Nee. Eure Stufe ist für diese Quest noch nicht hoch genug. Na, doof. So. Den brauchen wir zwar nicht mehr, aber wir brauchen noch die Kiste, wo er neben steht. Ach shit, ich bin schon ein Stück zu weit. Ich muss da oben noch. Ich muss noch, oder? Nee. Oder? Oder doch? Vorräte zerstören? Ich dachte, das wären die Vorräte gewesen, die ich gerade kaputt gemacht habe. Was? Ich hätte eigentlich ja meine Sphäre mal einsetzen können. Meine Wächterkugel, genau. Hier oben sind die Vorräte. Übrigens wurde ich jetzt gefragt für diesen Onyx-Panther, was man dafür nochmal brauchte. Wenn man ihn denn selber herstellen möchte, muss man, das war schon richtig vermutet worden, braucht man den Beruf des Juwelenschleifers. Dann
hatte man hier in Pandaria, im Jadewald, beim Arboretum. Jedenfalls, wo man diese Windschlangenjungtiere auch bekommen konnte, um sie sich auszubilden und großzuziehen. Da bekam man die Rezepte für die blaue, die grüne, für den blauen, den grünen, den roten und den gelben Jadepanther. Und wenn man die alle hergestellt hatte, dann konnte man die wiederum zu dem Onyx-Panther verarbeiten. Aber das war sehr, sehr teuer. Deswegen, ich hatte den mal eine Weile, da war der extrem günstig im Auktionshaus. Frag mich nicht warum. Irgendjemand hatte da anscheinend keinen Bock mehr drauf, großartig die Preise hochzuhalten. Dann hatte Fabi mir den geschenkt. Ja, wie? Ja, was? Ach so. Ach ja. Da hätte ich vielleicht auch mal vorher drauf kommen können, dass ich hier die laufende Bombe mal auspacke. Lass die Bombe los! Kann ich die auch hier losschicken? Und dann muss ich... Ach komm. Schnetzel! Also ganz ehrlich, ich brauche mal eine Herausforderung. Ich glaube, wir werden definitiv nächste Woche mal schauen, dass wir mal eine Instanz starten. In der letzten Folge, bevor das Projekt pausiert ist, war ich ja in den Eisernen Docks. Ich weiß gerade gar nicht, was ich momentan alles drin habe. Spezifischer Dungeon, was habe ich denn drin? Blutschlägermine, Eisernen Docks, Aukenaidon. Ich glaube, Aukenai haben wir noch nicht gemacht. Jetzt hier, lass mich mal in Ruhe meine Arbeit machen. Ihr habt sowieso keine Chance, mich davon abzuhalten. So, und die Bombe losschicken. Gaslos-Lösung. Gaslos-Lösung ist für den Einsatz bereit. Und es ist ja also eine kleine Bombe, die sich in den Boden grabt und dann puff. Okay, ich könnte jetzt hier noch Kräuter einsammeln. Das lasse ich jetzt aber mal gerade lieber, weil dann bin ich wieder im Kampf drin. Wir könnten die Gegner auch rein theoretisch einfach umhauen, aber ich möchte jetzt ganz gerne erstmal die Quests abgeben. Konnte ich nicht da hinten irgendwo hoch? Oder bin ich jetzt gerade auf dem... Ja, da. Da konnte ich hoch. Ich wollte gerade sagen, bin ich jetzt auf dem falschen Dampfer? Aber nein, ich habe mich nicht getäuscht. Ich kann tatsächlich da hinten hoch. Hier ist noch eine Quest. Ein Buch. Findet den ausrangierten Eisenschredder in der nahegelegenen Höhle und entwendet ihn von Ingenieur Draxan. Könnten wir rein theoretisch auch mal noch machen, aber machen wir das... Du bist nicht der Schredder, den ich suche. Ach komm, die... Oh, die Musik ist gerade schön. Die ist echt gerade richtig schön. Wow. Ja. Man mag halten, was man von dem Spiel will. Es ist ja eins der mit am meisten kritisierten Spiele. Kann ich ja vielleicht auch nächste Woche mal noch so ein bisschen was zu erzählen. Weil da teilweise auch schon Fragen nachgekommen waren in den Kommentaren. Aber das hat so einen ganz besonderen Charme einfach. Es ist mit sehr, sehr viel Liebe gemacht, muss man wirklich sagen. Was mich stört, ist, dass jetzt bei den neueren Erweiterungen leider sehr, sehr oft alte Waffenmodelle und sowas in der Richtung Rework wurden, einfach nur eine andere Farbe draufgeklatscht und dann, aber man sieht halt ganz klar, dass es das Modell von der alten Waffe ist. Das finde ich schade. Das würde ich mir wünschen, dass sie das vielleicht mit Legion mal wieder anders machen. Was ich mir auch wünsche mit Legion ist, dass es mal wieder so richtig leuchtend mäßig wird. Ich fand damals die Waffen aus Burning Crusade, die waren so schön. Die haben alle so schön geleuchtet in Pink und Grün und Lila und Gelb und in allen Regenbogenfarben. Und ausgerechnet, das war die Zeit, wo ich nicht aktiv gespielt habe. Was kann ich hier machen mit 1 und 2? Defekt. Sehr schön, die Funktion wurde gesperrt, weil sie defekt ist und die hier ebenfalls. Na toll. Oh. Was muss ich jetzt damit machen? Muss ich hier noch weiter hoch? Oder bin ich jetzt... ja. Was wolltest du mir damit sagen? Welch theatralischer Schrei. Ich glaube, ich bin schon wieder zu weit. War ich nicht eben noch schneller mit dem Ding?
Ich glaube, wenn ich jetzt hier oben rumgehe, dann müsste ich eigentlich auch ins Dorf kommen. Ich verfranse mich aber auch immer und immer wieder in WoW. Also Fliegen ist für mich immer eigentlich eine sehr wichtige Sache. Weil ich ansonsten nie genau weiß, wo ich hin muss. Sag mal, bin ich jetzt blöd? Was muss ich denn jetzt hiermit machen? Zu Drakas Höhle transportieren. Hier, ne? Ja, das ist Drakas Höhle. Ach, hier muss ich auch hin. Ach, super. Und ich bin schon wieder zigmal dran vorbeigelaufen. Na, GZ. So, Gaslow. Deine Lösung haben wir angewandt. Jetzt bekommen wir das Schmuckstück. So, das haben wir auch geschafft. Was haben wir als nächstes? Finde 20 Seiten der Bedienungsanleitung bei Belagerungsposten Archenon. Okay, das heißt, der möchte gerne diesen Schredder wieder ans Laufen bekommen. Das kriegst du schon hin. Du bist ein Goblin, ich meine. Die schaffen das doch alles. Was braucht ihr? So. Auch die Aufgabe haben wir abgeschlossen. Was müssen wir jetzt machen für Draka? Zerstört 6 Belagerungsmaschinen der Eisernen Horde. Mit dem Rudel. Familie bedeutet Stärke. Ja. Macht uns stolz. Das ist tatsächlich eine sehr wichtige Weisheit. Und was sollen wir für Dorothan machen? Wir müssen den Schreckenskolben vernichten. Ich glaube, das sind auch wieder alles Aufgaben, die... Genau, die hier so der Reihe nach quasi abgearbeitet werden können. Aber ihr Lieben, ich verabschiede mich jetzt für heute auch schon wieder. Und wie gesagt, es ist Freitag. WoW kommt von montags bis freitags. Das heißt, die nächste Folge kommt dann am Montag. Und ja, dann gehen wir, glaube ich, wirklich mal einen Dungeon an. Also, ihr Lieben, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!